Hi Leute, hier ist Heikap Christian. Ich wohne ja jetzt schon einige Monate in den Niederlanden und muss danach zurück nach Deutschland. Aber ich genieße meine Zeit noch, solange ich hier bin. Und ja, ich wollte mal ein kurzes Resümee machen, was Einkaufen angeht. Ich kaufe ja jetzt schon seit Monaten nur noch hier in den Niederlanden in Supermärkten ein und mir sind viele Sachen aufgefallen, die Niederlande einfach sehr viel besser machen als Deutschland. Und hier sind einige wenige davon. Zunächst möchte ich sagen, dass es in den Niederlanden genauso wie in Deutschland sehr, sehr viele Supermarktketten gibt. Also es gibt Albert Heijn, es gibt Plus, es gibt Jumbo, es gibt Lidl, es gibt Aldi, es gibt C1000. Und die Sache ist, dass ich eigentlich fast nur bei Albert Heijn und bei Jumbo einkaufe, weil die einfach so ziemlich alles haben, was ich will. Und deshalb bezieht sich mein Review eigentlich fast ausschließlich auf Albert Heijn, aber es ist auf Jumbo und auf Plus sind eigentlich alle Punkte, die ich sage, genauso übertragbar. Selbstscan ist der größte Unterschied. Das ist ein optionales Angebot, das Albert Heijn, Plus und Jumbo anbieten, wo man seine Sachen während des Einkaufens schon selber scannt, selber in die Tüte tut und am Ende nur noch bezahlt und geht. Also das, was man in Deutschland hat mit dieses, erst schmeißt man alles in den Einkaufswagen, dann schmeißt man alles aufs Kassenband, dann schmeißt man alles vom Kassenband wieder in den Einkaufswagen, stellt sich irgendwo an die Seite, wo so keiner ist, wenn das klappt, packt dann alles ein und geht, das entfällt. Sondern man packt während des Einkaufens, geht mit der Tasche raus. Und bevor jetzt einige Leute kommen und sagen, ja, das machen die nur, um Arbeitsplätze abzubauen, das ist nicht der Fall. Zumindest Albert Heijn hat bekannt gegeben, sie haben durch die Einführung vom Selbstscan vor ein, zwei Jahren war das, glaube ich, haben sie keine Arbeitsplätze abgebaut, überhaupt nicht, sondern die Arbeitsplätze einfach anders verteilt. Also die Leute arbeiten jetzt im Laden, packen die Regale ein, helfen den Kunden und das merkt man auch. Es wimmelt immer nur von Mitarbeitern und nicht so wie bei Netto, wo immer nur so drei Mitarbeiter sind und alle sind hoffnungslos überfordert. Also, wie funktioniert das ganze Selbstscan? Man geht bei Albert Heijn rein und bevor man durch dieses, wie es auf Bürokratendeutsch heißt, Personenvereinzelungsanlage geht, also bevor man richtig in den Laden reingeht, hat man eine Wand voller Scanner. Da hält man seine Albert Heijn Bonuskarte dran, erkläre ich gleich noch. Einer von diesen Scannern leuchtet auf, man nimmt ihn sich und geht damit in den Laden. Im Laden angekommen, wenn man etwas kaufen möchte, drückt man auf den gelben Knopf und scannt das Produkt. Es macht einmal Piep und man packt es in seine Tasche. Wenn man ein Produkt löschen möchte, geht man auf den Löschknopf auf dem Ding und dann macht es ein Biu, Biu, ein komisches Geräusch, das ich nicht nachmachen kann und das Produkt ist gelöscht. Damit geht man durch den gesamten Laden, piept alle Sachen an, die man kaufen möchte und am Ende geht man zu einer Bezahlsäule. Man kann übrigens vorher auf dem Display schon genau sehen, was alles kostet, wie viel man ausgibt und ja, man geht zu dieser Bezahlsäule, bezahlt damit Karte oder kontaktlos mit Karte unter 25 Euro, geht durch das Türchen, was sich öffnet, wenn man den Kassenzettel dranhält. Und das war's. Und man ist fertig. Und das Praktische ist, ich bin immer innerhalb von 20 Sekunden aus so einem Laden raus und nicht wie in Deutschland, wo ich letztens 4 Brötchen gekauft habe bei Kaufland und ich habe 15 Minuten gewartet. Das ist vollkommen inakzeptabel und hier bin ich einfach viel, viel schneller aus so einem Laden raus. Es ist sehr, sehr viel angenehmer. Es ist unfassbar angenehm. Und ja, Selbstscan ist ziemlich cool. Was ist die Albert Heijn Bonuskarte? Man könnte ja denken, es ist so eine Art Payback-Karte. Das ist es aber nicht. Sie gilt nur bei Albert Heijn und nicht wie die Payback-Karte in Deutschland ja bei vielen verschiedenen Läden. Man sammelt damit auch keine Prämienpunkte. Sondern was man damit hat, ist Angebote. Es gibt oft 2-für-1 Angebote. Es gibt oft kauft 2 und kriegt den zweiten Artikel 50% günstiger Angebote. Es gibt spezielle Preise, die teilweise mehrere Euro günstiger sind, je nachdem was man bekommt. Dafür, dass man die Karte nicht registrieren muss und dass man sie einfach bei jedem Einkauf quasi an der Servicekasse neu anfragen kann, also einfach mitnimmt quasi und damit in den Laden geht, ist das ziemlich cool. Wenn man die Karte registriert, bekommt man persönliche Angebote, die auf dem eigenen Kaufverhalten basieren. Das dauert ungefähr 8 Wochen, wenn man sich einmalig registriert hat und dann kriegt man die Angebote. Ich kriege zum Beispiel Gemüseangebote, ich kriege Angebote für Saft, weil das die Sachen sind, die ich normalerweise kaufe. Das Angebot in niederländischen Supermärkten ist sehr, sehr viel besser als das Angebot in deutschen Supermärkten. Nicht nur gibt es mehr Obst- und Gemüsesorten, es gibt zum Beispiel hier eine verrückte Kreuzung aus Brokkoli und Spargel, die super lecker ist, etwas teuer, aber super lecker ist. Man kriegt haufenweise Pilze, alle möglichen Sorten, auch Portobello-Pilze, die ich in Deutschland nie gesehen habe. Man bekommt also ziemlich alles auch in Bio. Kartoffeln, Bio-Kartoffeln, es gibt hier zum Beispiel blaue Kartoffeln einfach so im Supermarkt, es gibt rote Kartoffeln einfach so im Supermarkt und ja, die bestehen teilweise aus einer Verpackung, die biologisch abbaubar ist.
Dann gibt es zu sehr, sehr vielen Sachen auch ein Fairtrade-Pendant. Es gibt Fairtrade Kokosmilch, es gibt Fairtrade Ananas, es gibt Fairtrade Zitronen, Orangen, Limonen, Bananen. Und das hat man in Deutschland ebenfalls nicht in dem Ausmaße. Genauso gibt es hier gutes Vollkornbrot. Es gibt Vollkornbrot, das nur aus Vollkornmehl, Wasser, Salz und Hefe besteht. Das sind die einzigen Zutaten, da ist nichts Sonstiges drin, kein Öl, keine Auszugsprodukte, sondern wirklich nur das. Und es kostet für 800 Gramm, glaube ich, 89 Cent. Also wirklich ziemlich, ziemlich günstig. Auch gibt es an Nudeln viel mehr Vollkornangebot. Es gibt einfach so Vollkornmakaroni, die einen normalen Preis haben. Es gibt Vollkornlasagneblätter zu einem normalen Preis und nicht nur aus dem Bioladen, sodass auch Leute, die sich Bio nicht leisten können, einfach Vollkornprodukte leisten können, weil es die hier gibt und weil sie nicht wirklich teurer sind als normale Produkte. Allgemein sehen die Läden sehr, sehr viel besser aus. Sie sehen nicht so ramschig und vollgerammelt aus wie in Deutschland, was eben auch daran liegt, dass durch dieses ganze Selbstscannen mehr Mitarbeiter den Laden sauber halten können, mehr Mitarbeiter den Laden aufräumen können. Und das merkt man auch. Man fühlt sich als Kunde wirklich sehr, sehr willkommen. Die Läden sehen schön und modern aus und man hat eben nicht das Gefühl so, es ist billig, geh wieder. So ungefähr fühle ich mich in Deutschland bei Netto oder so. Es ist billig, geh wieder. Und hier ist das so, ja, bleibt was. Es gibt sogar gratis Kaffeemaschinen, es gibt eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Es gibt gratis WLAN in den Läden. Denn das Selbstscannen, das funktioniert bei Albert Heijn inzwischen auch einfach mit dem iPhone. Also muss man nicht mal so einen Scanner mitnehmen. Ziemlich cool, oder? Ich hätte niemals gedacht, dass ich sage, mehr Fertigprodukte ist ein Vorteil in irgendeinem Laden. Aber Fertigprodukte sind hier ganz anders. Klar, diese Fertigpizzen und sowas in der Tiefkühlabteilung gibt es auch. Aber wovon es viel, viel mehr gibt oder was es überhaupt gibt, das ist vorgeschnittenes Gemüse. Es gibt einzelne vorgeschnittene Gemüsesachen, zum Beispiel es gibt einfach geschälte Karotten, geschälte und geschnittene Karotten, Zwiebeln geschnitten, rote Beete geschnitten, in allen möglichen, also in Streifen, ganz und in Blöcken. Aber das Beste ist, das sind solche Sachen wie Mischungen für Nudelsachen, so italienische Gemüsesachen, frisch geschnitten, für die Sachen, die in den Niederlanden am häufigsten gemacht werden, so Nasi Goreng oder Hotspot oder sowas, gibt es auch frisch geschnittene Sachen, die vom Preis her nicht einmal wirklich teurer sind, als wenn man das alles selber schneiden würde. Es gibt geschnittene und vorgekochte Kartoffeln und obwohl das natürlich viel mehr Plastik mit sich trägt, weil die Niederlande mit der Plastikverbrauch ist einfach, es ist einfach sehr, sehr absurd, so dass einzelne Möhren zum Teil eingeschweißt werden, einzelne Paprikas zum Teil eingeschweißt werden. Der Plastikverbrauch ist höher, aber wenn die Leute dadurch mehr Gemüse essen und mehr gesunde Sachen essen, weil es einfacher ist, weil es einfach von der Zeit her und von dem Arbeitsaufwand mit einer Fertigpizza ungefähr mithalten kann, dann ist das cool. Dann sage ich, okay, irgendwann wird man das auch aus Maisplastik machen können. Inzwischen ist es, momentan ist es halt normales Plastik, ist scheiße, aber es ist besser, als wenn die Leute kein Gemüse essen. Es ist besser, als wenn die Leute keine Kartoffeln essen. Deshalb bin ich dann schon ziemlich davor. Und es sind Meter in jedem Supermarkt, wo man nur vorgeschnittenes Gemüse hat. Oder auch vorgeschnittene Salatsachen hat, viel mehr als bei uns. So Babygrünkohl, Babyspinat, was man bei uns nur selten oder gar nicht kriegt. Das ist hier auch sehr, sehr, sehr viel besser. Das ist mein Fazit. Niederländische Supermärkte sind im Allgemeinen einladender, sie sind sauberer, es gibt mehr Personal, es gibt das Selbstscannen, was es sehr viel einfacher macht, es gibt ein größeres Angebot und es gibt Fertigprodukte, die einem das Leben tatsächlich erleichtern, auch als High-Carb-Veganer. Das ist unglaublich. Dementsprechend, ja, freue ich mich schon auf meine Zeit, wo ich wieder in Deutschland bin, wo man sich so richtig rückständig fühlen kann. Und ich hoffe, dass diese Innovationen irgendwann auch im innovationsfeindlichen Deutschland ankommen werden. Das wäre schon ziemlich cool. Habt ihr vielleicht Erfahrungen in anderen Ländern oder in den Niederlanden gemacht, was auch noch besser oder schlechter ist als in Deutschland in Supermärkten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich abonnieren möchtet, da abonnieren und da unten eine Playlist mit sehr einfachen Rezepten, die man auch mit deutschen Supermarktverhältnissen hinbekommen sollte. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao, Leute.